Oder aber auch, hallo Leute, hier ist wieder Crossi und wir spielen wieder eine Runde Nightbanes. Das Collectible Card Game. Ja, so sieht's aus, eine Runde Nightbanes. Heute ist der 23.12. 18 Uhr, gerade eben heimgekommen, Auto beladen, weil es geht ja, weg, meine Frau ist hier in Chur in Bad Segeberg und da fahre ich jetzt hin und fahre sie da besuchen über Heiligabend. Ja, deswegen gibt es auch oder gab es an Heiligabend und den Feiertagen keine Videos, weil ich nicht zu Hause war. Und ja, ich kann das ja ruhig erzählen, dass ich an Heiligabend nicht zu Hause war, auch auf die Gefahren, dass irgendwelche Einbrecher meinen, ich könnte jetzt einbrechen. Also wenn ihr dieses Video seht, dann bin ich schon wieder zu Hause. So. Einbrechen hat also keinen Sinn. Außerdem gibt es bei mir eh nichts zu holen. Ja, das Wertvollste, was ich habe, sind die Videos und die gibt es online. Ihr könnt ja bei YouTube einbrechen, könnt ihr euch da das Ganze holen. Ach, apropos, ich habe dir mal gehört, bei Google gab es mal so ein Gerücht, ob da was dran ist, weiß ich nicht. Gab es mal ein Gerücht, dass irgendwie in so einem riesen Rechenzentrum von Google haben die clevere Idee gehabt, ihre Rechner mit Flusswasser zu kühlen. Und wenn man natürlich dann so sozusagen so einen künstlichen Flusslauf oder sowas durch seine Firma baut, mit richtig klarem und gutem Wasser darin, damit die Rechner gekühlt werden, das lockt dann natürlich auch irgendwann nochmal Fische an. Ja, womit nur keiner gerechnet hat, dass diese Fische dann irgendwann Krokodile angelockt haben und somit habe ich mal irgendwann im Internet gelesen, ob das eine Ente war, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das keine Ente, sondern ein Krokodil, was dort in den Kühlflüssigkeiten von Google unterwegs war. Ja, nachher werde ich mal meinen Rechner aufbauen, werde mal gucken, ob sich vielleicht ein Krokodil in meinem Rechner versteckt hat, weil der macht ab und zu auch so komische Geräusche. Könnte natürlich auch der Lüfter von der Grafikkarte sein. Ja, was gibt's heute in dem Video? Arthur und die Schlümpfe. Nein, das war Abraham. Nee, Arthur und die Minimäuse oder so. Egal, auf jeden Fall Arthur wird gemacht. Ich habe schon ein bisschen weitergemacht, ohne zu filmen, weil ich nebenbei ja auch nochmal Fernsehen gucke und da habe ich dann immer mal so die Energie verbraten und mein Deck werdet ihr gleich sehen, also es funktioniert, sag ich mal so 50-50. Ungefähr funktioniert es. So, jetzt gehe ich erstmal gucken, ob es im Shop irgendwas Interessantes gibt. Hier gibt es nichts, nein. Gibt es bei der Evolution vielleicht irgendwas Interessantes Neues? Mal schauen. Kenne ich schon? Nee, ich glaube nicht. Gut. Dann hauen wir doch die Energie raus. Nachdem ich gerade mal gehustet habe. So, schnell nochmal die Gunst der Stunde genutzt und auch nochmal im Chat Hallo geschrieben. Wie immer, Bewohner, Abend. Oder wie der Hesse sagt, Gude. Oder, man könnte auch sagen, The Hess is back. Ja, aber jetzt geht's los. Weil ich habe heute nicht viel Zeit, heute Nacht um, also 18 Uhr ist es jetzt. Ich muss noch ein bisschen was ins Auto laden nachher, aber alles, das, was ich so jetzt schon laden kann, ist schon geladen. Nachher kommt halt noch die Drogerieartikel. Ja, ich packe kompletten DM oder Rossmann oder wie sie auch alle heißen, packe ich nachher noch ins Auto. Dann natürlich noch ein paar Lebensmittel und auch noch ein paar Schlafutensilien, wie mein Kopfkissen, was ich immer mitnehme. Jawohl. Und meine anderen Schlafutensilien. Ja. Und so Schmusetuch und sowas. Nein, das nicht. Aber ja, was man halt alles so zum Schlafen braucht. Und ja, dann muss ich noch Essen machen, das Katzenklo muss ich noch mal sauber machen und dann will ich bei Zeit ins Bett, weil um 2 hatte ich vor aufzustehen, dass ich um 3 losfahren kann. Ne? Also ja, volles Programm, 18 Uhr, da wird Zeit. Um 7 will ich anfangen Essen zu machen und in der Zeit möchte ich gerne noch 2 Videos aufnehmen. Also dann, einmal nehme ich das hier und auch nachher noch ein Free-to-Play-Video. Und jetzt fange ich hier an, 1950 Serie habe ich schon gemacht und dann steigen wir mal hier ein und gucken mal, wie es heute läuft. So, dann nehmen wir zuerst mal den. Es ist halt immer davon abhängig, was kriege ich für Karten und wie oft spuckt der da oben sein komisches Teil hin.
Erstmal mein Heilungsartefakt nehmen. Das hat jetzt nichts gebracht, blöderweise. Schwarzgurt hingesetzt, das ist gut. Der haut jetzt auf den Gurt und der hat auch auf den Gurt. Das ist schon mal in Ordnung so. Aua. Der hatte weh gemacht. Der hatte mich aua gemacht. Warum macht der das so? Ich müsste jetzt gleich mal meine Heilungskreatur hinsetzen. Die wollte ich eigentlich eben schon machen, dann habe ich vergessen. So, jetzt hinter mit. Wenn die nämlich dann aktiv ist, dann heilt die auch mal ordentlich. So, der noch dazu. Jupp. Also den einen habe ich gleich platt. So, dauert noch einen Moment, bis meine Heiler da unten was tun. Aber das sieht schon mal gut aus für mich. Würde ich mal behaupten. Noch eine Waffe dazu. Und dann, wie ihr seht, hat das doch geklappt. Jetzt heilt auch gleich meine Heilerin. Jetzt brauchst du nicht mehr heilen. Okay, hat funktioniert. Dann nehme ich als erstes meinen Rabendämon. Und dann diesen da welchen. Diesen welchen einen solchen. Den hier. Den hier noch dabei. Und jetzt wird es langsam mal... Ach du dickes Ei. Hat er mich direkt weggebombt, das Rindviech da. Oh. Nehme ich jetzt meine Heilerin oder nehme ich mein Heilungsartefakt? Oder was nehme ich denn jetzt? Ich nehme erstmal das Artefakt. Das könnte schon ein Fehler gewesen sein jetzt. Ich habe noch ein bisschen, habe ich noch. Dann nehme ich mal den hier. Ja, das war es aber trotzdem jetzt gleich. Ja, das war's. Das war's gewesen. Vorbei. Okay. Gut, diese Runde hat nicht funktioniert. Alles klar, nächste Runde sieht es dann hoffentlich besser aus. Ich nehme direkt mein Heilungsartefakt am besten. Und der macht einen Schaden, dann setze ich da mein Schwarzgurt gegenüber hin. Und gleich den anderen Schwarzgurt noch daneben. Und dann gleich den noch dabei. Und den hier noch dazu. Das sollte jetzt doch eigentlich hoffentlich machbar sein. Hoffe ich. Meine Heilerin noch dazu gesetzt. So, ein bisschen was weggenuxt. Jetzt müsste ich natürlich zusehen, dass ich den hier vorne zügig platt gewurzelt krieg. Aber es sieht doch ganz gut aus hier, würde ich mal behaupten. Ja, so kann sich's doch angehen lassen hier. Wunderbar. Gerade noch so mit 3 Punkten rumgekommen, würde ich mal behaupten. Yes. So, wie geht's weiter? Erstmal den, weil der schnell was tut. Dann noch gleich den dabei, weil der auch schnell was tut. Ach, jetzt nehmen wir den hier. Jetzt nehmen wir wieder den, damit er schnell wieder was macht. Jetzt nehmen wir meinen Spucke. Und nehmen jetzt meine Heilerin. Und jetzt den Magier des Weltenbrandes. Sehr schön. Ja, und... Ja. Wo ist eigentlich meine Heilerin hin? Ist die schon weg oder was? Schon kaputt? Das ist aber doof. Dann nehmen wir mal die Waffe dazu. So, aber müsste doch... Hier ist noch ein Heilungsartefakt, habe ich noch im Angebot. Aber es sollte doch eigentlich funktionieren so. Ja, würde ich mal sagen. Ja. Der hat wieder geklappt, siehst du? Direktes Artefakt hingesetzt. Und direkt den Magier des Weltenbrandes dazu geonkt. Gleich noch das Heilungsartefakt. Jetzt wird es natürlich schon kritisch hier, ne? Die Heilerin hin. Der hat schon wieder einen hingelegt. Was Blödes aber auch. Und wenn jetzt noch einen hinsetzt, ist vorbei. Ja, das war's. Mist. Wenn der einen weniger gespuckt, wär's mir gewesen. Magier des Weltenbrandes als erstmal. Der hier noch dazu. Die Heilerin dabei. Der hin. So, der Magier ist jetzt schon mal aktiv. Das ist gut. Aber der leider gleich auch und dann ist meiner platt. Ja, der Magier, den hat es mich schon mal zerbröselt. Aber der ist wenigstens gefesselt. Von wegen. Eigentlich war abgemacht, dass du gefesselt bleibst, du Vogel, du Blöde. So. Oh, das wird nichts, glaube ich. Mal den hier nehmen.
Naja, den habe ich wenigstens weg, aber den dafür auch. Super, ganz toll. Was soll ich denn jetzt nehmen? Was nehme ich denn jetzt mal? Den hier. Wenigstens ist das Pferd ausgewichen. Das ist ja schon mal wenigstens etwas. Und das wird schon wieder eine ganz, ganz knappe Nummer hier, ne? Na, jetzt sieht es ein bisschen besser aus. Ja, jetzt hat sich das Blatt gedreht. Ich habe noch einen Punkt, ey. Einen Punkt habe ich noch. Schön. Habe ich mir mit dem einen Punkt gerade mal den Punkt gerettet, ne? Und weiter geht's. Dann nehme ich ihn zuerst. Ich nehme erstmal den hier. Dann nehmen wir den. Zack, der ist schon mal gleich weg. Dann kommt der hier dazu. Und noch einer dazu. Und dann nehmen wir den hier noch dabei, weil der schnell was tut. Die Axt ist auch gut. Die Axt im Haus erspart den Zimmermann, oder wie es so schön heißt. Der Brutalo noch daneben gesetzt. Aua, den hat er mir weggeonkt. Gut, der ist auch weg. Aua, 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 aua. Nicht doch. Sag mal, nehme ich ihn jetzt. Das ist ja echt blöd. Das ist ja echt doof jetzt hier, ne? Ich nehme mal die hier. Der ist weg, der ist weg. Der ist noch nicht weg, aber fast. Ja, das sieht schon mal gut aus jetzt. Jetzt noch gleich ein bisschen Heilung aus dem Hut zaubern und dann bin ich zufrieden. So. Nehmen wir erstmal den hier. Ja, das ist doch schön. Aua. Aua. Sag mal, bist du Jack oder was? So, hat schon gereicht, siehst du? Erstmal mein Artefakt hinsetzen. Dann setze ich als nächstes hin den Schwarzgurt, weil ich die... Oh, das war doof. Der haut mir jetzt mein Schwarzgurt hier zusammen wie ein Stück Holz. Sobald er erstmal dran kommt. Wenn der erstmal dran ist, da ist ihm meine Schwarzgurte kaputt. Jetzt ist er kaputt, ja. Blöd. Ich habe eine Waffe. Wem soll ich denn die geben? Keinem. Ich habe ein Reittier. Nehme ich mal ein Reittier. So, der Brutalo ist wenigstens einsatzbereit. Das ist sehr, sehr schön. Den hat er mir jetzt weggeonkt. Das ist nicht so schön. Aber gut. Kriege ich noch hin. Aua. Oh Mann, das wird jetzt echt... Jetzt wird es doch eng. Jetzt wird es doch sehr, sehr eng hier. Den hat er schon mal weg. Das ist schön. Aua. Der ist auch weggeockt. Oh, das wird echt eine knappe Geschichte jetzt hier, gell? Oh. Das sind diese ganzen doofen Knochenmauern da vorne hier. Den hat er weggemacht. Mist. Heilung. Ja, oh, das wird echt haarig hier. Alter Vater, verloren. Mist. Sowas Blödes. So, jetzt kommt der Schwarzgurt und als nächstes spiele ich, glaube ich, mal mein Artefakt aus. Ja, ja. Oh, 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 der tut schon weh hier. Der tut schon beim Hingucken weh. Au. Aua. So, mein Magier ist schon mal einsatzbereit, das ist gut. Ein bisschen Heilung schadet dem, glaube ich, auch nicht unbedingt. Ja, ja, Heilung ist schön. Eigentlich sage ich ja immer bei Spielen wie WoW oder SWTOR, Heilung wird definitiv überbewertet, weil ich immer als Heiler unterwegs bin. Aber hier in dem Spiel ist Heilung schon gut. Ja, 50% haben wir schon mal. Das ist ja gut. Ich hätte erst das Pferd spielen sollen. Wen spiele ich jetzt zuerst? Erstes Artefakt oder erstes Artefakt, ja. Nehmen wir erstmal das Artefakt.
Und dann das Hottehü. Aua. Der, au, au. Ey, du gehst mir auf die Nuss, ey, Freund. Hau ab hier. Der macht doch nur jedes Mal Schaden auf mich drauf, ey. Und der ist wenigstens auch weg. Aber der ist auch weg. Ja, so kann's gehen. Oh. Die verkloppen mich hier, Mensch. Weich aus, weich aus. Ja, danke. Aber viel gebracht hat's nicht. Das war's. Die Nummer geht nicht an mich. Na gut. Aber ihr seht, sonst, so weit ist das Deck gar nicht mal so schlecht. Oh, jetzt hat er da gleich so viel hingehauen. Ey, du bist dann immer ganz dicht. Achtung, was jetzt passiert. Da bin ich schon tot, bevor ich nur Hurra gesagt habe. Ja, ja, das war's doch schon. Das ging schnell. Ich nehme mal den Magier des Weltenbrandes und hoffe mal, dass der auch hier zum Einsatz kommt. Da ist die Heilerinde zugesetzt. Und den auch noch. Und dann habe ich jetzt hier direkt Massenschaden ohne Ende. So, und die heilt jetzt auch schön. Das ist sehr gut. Sehr schön. Ach, so gefällt mir das doch. So gefällt mir das. So wird ein Schuh draus. Jawohl. Mit einem Schlag alles weggeunkt. Fein, fein. Was sollst du da nehmen, ne? Die Luxusauswahl ist das hier. Puh, ist schwer, ne? Erst den. Dann Heilung. Und dann die Axt. Zack. Damit er den hier gleich ein paar verdongelt. Aua. Aber der hat sich wenigstens gut geheilt. Muss man mal sagen. So. Zack. Magier des Weltenbrandes hin. Zack. Oh, Scheibengleise, ey. Oh, sowas Blödes. Ah, oh, Schwarzgurt ganz am Anfang ist doch für die Füße. Ich merk's mir aber auch nicht, ey. Das geht ja schon wieder in die Hose. Das sehe ich doch schon. Guck mal, was der da wieder rausspuckt. Keine Chance hier. Ja, das war's. Erster in hier. Als nächstes erst den. In diesem Fall bringt auch das nichts. Dem gebe ich jetzt gleich mal hier eine Waffe. Als nächstes dann in der nächsten Runde. Nehme ich jetzt. Schon wieder vorbei. Oh, jetzt läuft es gerade hier, du. Aber wie geschnitte Brot. Faszinierend, ey. Super. Ach, hey, guck doch, was der da alles auf den Tisch packt. Guck doch, was der da alles hinzermüsselt. Ja, und das war's doch schon. Jetzt spuckt der einen aus und dann... Oh, nee, doch. Das war's schon. Ja. Schon vorbei hier. Dann machen wir doch nochmal kurz... Mit dem Deck, wie es jetzt ist, ein bisschen PvP, würde ich sagen. Wo stehe ich denn? Bei 2495. Dann muss ich erst nochmal eingeben. Hallo und willkommen in meinem... Schreiben muss man können, ne? Meinem Let's Play Video. Ich sage, schreiben muss man können. Da fehlt noch ein Buchstabe. So kann es gehen. Markieren. Und dann sammeln wir mal Gegner suchen und gucken wir mal, was kommt, ob wir gewinnen oder verlieren oder gewinnen oder verlieren oder gewinnen oder verlieren. Ah ja, den kenne ich auf jeden Fall schon mal. Den habe ich schon mal gesehen. So, dann erstmal gute, wie der Hesse sagt. Oh, der hat ein Lykaner-Deck dabei. Super. Und wenn ich mir angucke, was ich auf der Hand habe. Ja, super. Es wird ja auch nicht besser, gell? Es wird nicht mal besser. Toll.
So, so, sagt er. Ja, ja. So, so, ja, ja. Ah, da ist mal eine Kreatur, die mir spielen können. Das ist aber schön. Ich muss mich immer erst daran gewöhnen, dass das hier alles so langsam und gemächlich geht und nicht so flott wie im Questbereich. Ne? Da muss ich mich immer dran gewöhnen. So, jetzt mal. Endlich macht mal einer hier wenigstens Schaden. Von den ganzen Vögeln, die ich da unten sitzen habe. Aber das sieht nicht so gut aus für mich im Moment. Ne? Oh, und alles so schnell. Alter Falle. Da hast du ja Angst, dass die einschlafen unterwegs. Da willst du ja nochmal ein Stück Pizza dabei packen hier. So, also der macht hier auf den da Schaden. Mhm. Das macht er gleich gepflegt ordentlich jetzt. Autsch, 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 autsch. Ja, was soll ich denn jetzt nehmen? Hier die Axt im Hause, spart den Zimmermann. So, jetzt macht der weicht hoffentlich nochmal aus. Der ist hoffentlich, sagt der, du kannst mich mal, hat er nicht gesagt. Nee, na, dann war es das jetzt eigentlich schon. Das war's gewesen. Die Nummer geht nicht an mich. Zack, kaputt, 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 kaputt. Ja, siehst du. Ja, so viel dazu. So viel zur ersten PvP-Runde. Ja, ne? Dann versuchen wir nochmal. Versuch macht klug und da ist er schon wieder. Ah ja. Ja, ich ahne ja schon, was da jetzt mal rauskommt. Ungefähr dasselbe wie gerade eben. Und die Karten sind nicht viel besser, die ich gerade auf der Hand habe. Muss ich mal feststellen. Das muss ich mal so sagen. Die Karten sind hier... Die erzeugen jetzt bei mir nicht gerade Begeisterungsstürme, was ich jetzt hier so auf der Hand habe. Ne? Ach ja, guck, da ist ja schon wieder alles kaputt. Da hat mir schon wieder alles kaputt gehauen, ey. Es ist nicht zu fassen. Und schon wieder die Lautfähigkeit rausgehauen. Ach ja. Noch eine Runde. Und ratet mal, wer da ist. Ratet mal, wer da jetzt mein Gegner ist. Ist ja wieder lustig. Lustig, lustig. Tralalalala. Eigentlich müsste ich doch wissen, dass ich kein PvP mehr spielen soll, ey. Das bringt doch nichts, das bringt nur Aufregung. Das hat alles gar keinen Sinn hier. Man regt sich nur auf. Von morgens bis abends nur Aufregung. So, na, den hier dazu nehmen wir, vielleicht heilt der dann irgendwann mal. Ach ja, 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 ja. Da, der erste Brutalo ist schon weg. Ja, genau. Ja, aber es ist auch so ein Brutalo gegen so einen kleinen hässlichen Wolf. Ne? Ich sag mal, so ein 5 Meter großer, der hat ja so ein 20 Zentimeter Wolf nichts entgegenzusetzen. Ja, was soll ich jetzt? Aber, weißt du, da, was sollst du da noch sagen? Was sollst du da noch machen? Nichts mehr. Nichts mehr. Nichts, 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 nichts. Da kannst du nichts, da kannst du nichts, da kannst du nichts mehr machen. Juhu. So, eine Runde probiere ich noch. Lass mich mal raten, gegen wen. Ja, ist es nicht ein Erlebnis? Ist ja toll hier, gell? Immer wieder schön dasselbe hier. Babs. Immer wieder drauf. Jawohl, allzu schön auf die Omi. Den habe ich auch dabei. Ich habe ein schönes Artefakt einstecken. Und eine Heilerkarte. So, das sieht ja schon mal jetzt besser aus für mich. Endlich mal. So, jetzt reicht's auch. 2467, ja, hab genug Punkte verloren. Also dann, bis zum nächsten Video und Aloha.